Sie können die süchtig machenden Drogen von Anführer eines Gangsters halten und sie können diese Drogenpulver zu ihrer Shisha hinzufügen, um ihre Kunden süchtig zu machen. Brudi, Digga, ich war einfach mit 12 schon der heftigste Hacker, Mann. Aber der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Was, kann ich da einen Hahnkampf machen? Hahaha, Digga, eiskalt oder was? Oh, fuck, die Bullen! Holy moly, wir verstecken das hier einfach mal. Wir haben nichts. Wuff! Und ein wunderschönen Hakuna, meine Tatas. Geil, dass du wieder dabei bist heute zu einem weiteren Abenteuer. Hookah-Simulator, Shisha-Simulator oder wie man auch immer dieses Spiel hier nennen soll. Gerade schon in der Version 1.6. Ich frage mich, was sie in den letzten 6 Versionen getrieben haben. Auf jeden Fall nicht ganz so viel, um das Game in einen guten Zustand zu bringen. Das kann man schon mal verraten. Also, was war das nochmal? Wer arbeitest du? Geht in die Geschichte, glaube ich, ein. Das war sozusagen das Wort der letzten Folge. Deswegen, Kuss geht raus. Dankeschön für euren Support. Da explodiert mir glatt der Mülleimer. Kommen wir mal direkt wieder nach. Also, vielen, vielen Dank für eure netten Kommentare. Finde ich geil. Lese ich sehr, sehr gerne, Muchachos. Vielen, vielen Dank dafür. So, wir kaufen mal gleich 2 Mülleimer. Also, unser Zuckerberg, kann man ja schon fast sagen, unser Zuckerberg ist noch nicht zu 100% safe. Der kann nicht alle Kunden, die hier die Zeche prähen, aufhalten, sondern immer nur ein paar. Das ist übrigens der Kellner Stufe 2. Sieht sehr interessant aus, wie so ein Killer-Roboter. Da gilt es natürlich noch weiter zu investieren. Ich bin echt gespannt, wie es danach auch weiter aussieht mit den ganzen, gerade bei der Küchendame, bei den ganzen Upgrades. Der Kassierer ist natürlich auch noch Level 1. Was kann der denn eigentlich dann besser? Können wir mal kurz schauen. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Es funktioniert nicht immer alles. Wenn ich hier auf das Auge klicke, ne, ich drücke da 1000 Mal drauf und es geht nicht. Ich muss einfach weitermachen. Ich muss einfach weitermachen. Klicken, 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 klicken. Irgendwann geht's. Hallo? Geht doch. Leistung schwach und sichert den Laden. Okay, was haben wir denn bitte bei der Kassierereinheit? Geschwindigkeit langsam, Ruhezeit 10 Sekunden, erhält die Bestellung des Kunden. Okay, da können wir also auch nochmal demnächst reingehen. $30 haben wir nur noch? Wieso haben wir nur noch $30? Shit, Bro. Habe ich gerade irgendwo Müll rumliegen? Ich hoffe nicht, sonst wird das jetzt teuer. Hey, Brudi, was geht ab? Alles gut, oder? Okay, Bingo Bongo, sehr schön. Wo bleiben meine Kunden? Habe ich vergessen, den Laden aufzumachen? Guck mal hier rein, ist hier alles fresh. Wir haben noch ein bisschen Tabak. Ja, Tabak Caramello. Stimmt alles? Nein! Nein, nein, nein! Ich sehe gerade, mein CCTV ist schon wieder kaputt. Fuck, ey. Das heißt, wenn die Leute jetzt klauen, muss ich wirklich auf meinen Türsteher vertrauen. Und ihr wisst aus der letzten Folge, das kann man nicht machen. Kundenaustautungsrate, was auch immer das sein soll. Keine Ahnung. Online-Attraktionsrate, Hygienerate 100. Let's go. Tipprate, also hier Trinkgeld, 31. Ist doch gar nicht so schlecht, oder? Wichtig, Chefkoch. Ich kann nicht kochen, Tabak Caramel, jetzt weil wir nicht genug Vorräte haben. Jetzt sollte aber wieder alles gut sein, oder? Gucken wir mal. Wir haben gar keine Pfeife ready, ne? Brudi, du brauchst eine Pfeife. Da habe ich wohl auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, es gibt sehr wenig Pfeifen und die billigste ist für, was habe ich gesagt, irgendwie 20, 25? Ich hab auf jeden Fall, ich bin Blindfischbosser. Hier haben wir was für 20, die Junior-Shisha, genau, das ist die billigste. Die habe ich nur gesehen, die Königin-Shisha. Aber nach wie vor, oh, Sophia-Shisha, die Galaxy-Shisha, die gefällt mir, muss ich sagen, ist die Königs-Shisha, immer noch die beste. Aber wie gesagt, ich finde es geil, dass ihr das Projekt feiert. Wir ballern hier auf jeden Fall nur noch nach vorne. Wir wollen hier die Leute glücklich machen. Wir wollen, haben wir noch alles da? Wir wollen schauen, wie der Kellner auf Stufe 3 aussieht. Er ist auf jeden Fall schon mal viel schneller unterwegs. Er ist jetzt nicht so ein Staubsaugerroboter, sondern er ist jetzt wirklich ein Fahrradroboter. Gefällt mir. Digga, sie kann einfach arbeiten wie keine zweite. Sieht aber ein bisschen aus wie so ein Crackhead. Sollte sich mal wieder waschen. Also nicht auf der Seite, sind coole Tattoos, aber hier ist auf jeden Fall Schmutz, Digga. Schmutz. Haben wir alles? Ja, ne? Was ist eigentlich sein Problem? Was ist das für ein Zeichen? Ist das irgendwie eine Disc oder so? Ausrufezeichen mit Disc? Verrückt auf jeden Fall. Sieht aus wie so ein CD-Brennprogramm. Und schau, das kennt ihr doch. CDs brennen? Kommt ihr doch aus meiner Zeit? Digga, das ist ja eh schon verjährt. Aber ich hatte auf jeden Fall mal eine Phase, kann ich ja glatt so sagen. Da bin ich mal in die Videothek gegangen. Ja, sowas gab es damals auch. Hab mir Empire Earth ausgeliehen. Empire Earth ausgeliehen oder Rome Total War, eins von den beiden Spielen. Und hab das einfach kopieren wollen damals. Und es hat nicht funktioniert.
Und dann mein 12-jähriges Ich oder wie alt ich auch immer da war, dachte, Digga, da ist ein Kopierschutz drauf. Das kann ich doch bestimmt irgendwie anders klären, oder? Damals war ich schon ein heftiger G, hab dann einfach CD ja ins Laufwerk geballert. Ja, damals gab es noch CD-Laufwerke. Hab dann CD-Öffnen gemacht, dann wurden mir alle Daten da präsentiert. Hab das einfach rauskopiert und hab eine Daten-CD erstellt. Brudi, Digga, ich war einfach mit 12 schon der heftigste Hacker, Mann. Was los? Einfach Pro-Fucking-Bosser muss man sein. Das war damals die alte Schule. Heute geht das gar nicht mehr, ne? Heute muss man sich wirklich, glaube ich, alle Spiele wirklich kaufen. Es gab echt eine Zeit, da hatten sehr viele Kollegen auch von mir, glaube ich, kein einziges Originalspiel. Das war auch die Zeit der Internetpiraterie. Muss man auch mal dazu sagen. Es war, glaube ich, nicht einfach. Und es wurde richtig viel Werbung geschaltet, dass man in den Knast geht, wenn man irgendwelche Filme downloadet und vertreibt oder irgendwelche Spiele downloadet und vertreibt. Also war eine heftige Zeit. Ich hatte damals in der Schule, hatte ich auch einen Typen, der hat Games einfach auf Rohlinge gebrannt und die verkauft. Geiler Typ, Alter, der hat sich so mit ein kleines Taschengeld dazu verdient. So, da fehlt auf jeden Fall wieder was. Kohle fehlt auch. Oh, Kohle haben wir jetzt echt ein fettes Problem. Da müssen wir jetzt nachkaufen. Wir brauchen auf jeden Fall ganz, ganz schnell Kohle, ey. Sonst haben wir echt ein fettes Problem. Da müssen wir jetzt sogar erstmal wieder investieren und in den schnellen Service reingehen. Machen wir mal eben. Hatte ich die nicht irgendwo noch reingeballert? Habe ich hier unten? Ne, ich habe wirklich keine Kohle mehr, ne? Shit, Bro. Also, viele Leute, die damit auf jeden Fall ein bisschen Pader gemacht haben. Das hat sich ja echt ein bisschen normalisiert, zum Glück. Irgendwann war die Qualität ja auch richtig Schmutz. Also, sagen wir mal ehrlich, die ganzen Kinofilme, die es damals auf Kinox und so gab. Ich weiß nicht, gibt es bestimmt immer noch, aber macht das nicht mehr. Das war damals so eine richtige Schwanzqualität, ey. Also entweder war der Ton richtig, richtig scheiße. Untertitel auf Chinesisch und Japanisch und keine Ahnung, was das war. Und übertrieben schlechte Qualität. Also da sind wir zum Glück jetzt weitergekommen und haben uns wieder in eine richtige Richtung entwickelt, sodass uns die Qualität auch scheinbar wichtig ist. Und ja. Oder es gibt jetzt, vielleicht müsst ihr mir mal sagen, bekomme das ja nicht mehr so mit. Ich habe einfach meine Accounts, mein Netflix, mein Amazon Prime, wo ich mir dann irgendwelche Sachen kaufe, irgendwelche Filme, wenn ich die mal geil finde. Aber gibt es heutzutage noch wirklich viele Seiten, wo man so ein bisschen Piraterie machen kann? Also ich frage natürlich für einen Freund, ne, Muchacho, ich frage für einen Freund. Und ihr müsst das natürlich alle so schreiben, als würdet ihr nur jemanden kennen, ne? Kette, damit ihr euch nicht strafbar macht hier in den Kommentaren. Das nur mal an dieser Stelle. So. $12 haben wir auch noch gerade so. Aber das ganze Thema Piraterie, wie gesagt, ist ja eigentlich was von gestern gewesen. Und jetzt sind wir in der Neuzeit. Jetzt sind wir wieder ordentlich bei Videos on Demand. Jetzt sind wir hier bei Shisha, also 25 Gramm Packung. Leider. Dankeschön für die Kommentare übrigens bezüglich der Shisha 25 Gramm Packung. Das ist wohl deswegen auch initiiert worden ist, weil, seien wir ehrlich, Shisha-Läden sind wirklich schon Schwarzmarktläden. Also jetzt for real. Also das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Ähnlich wie, ich würde sagen, jeder Dönerladen. Also ich glaube nicht, dass man zum Dönerladen geht und dann irgendwann mal eine Rechnung bekommt. Oder habt ihr schon mal irgendwie einen Bon dafür bekommen, dass ihr jetzt beim Dönermann was bestellt habt? Ich glaube ja eh weniger. Wo sind denn jetzt nochmal diese CCTV-Sachen? Wann war das hier bei... Bei Möbeln? Nee, war das hier? Auch nicht. Wo war das denn? Hier? Hier? Ah, hier war das. Boah, ist aber echt teuer. Scheiße, Mann, ey. Kostet echt viel mehr Geld. Aber vielleicht ist das ja auch nur so ein Klischee. Vielleicht laber ich auch Müll. Ich habe ja keine Ahnung davon. Für mich wirkt es auf jeden Fall so, als würde jeder Laden, der keinen Bon raushaut, sofort irgendwie alles schwarz machen. Ist natürlich auch nur eine sehr einfache Sichtweise von mir, muss man mal dazu sagen. Gibt bestimmt auch viele Dönerläden, die 100% akkurat sind oder... Shisha-Läden natürlich auch. Ich glaube, ich kenne aber keine Shisha-Bar, die von einem Deutschen geführt wird. Ich kenne auch keinen Dönerladen, wo Deutsche drin arbeiten. Also, Deutsche, natürlich arbeiten da Deutsche drin. Ich will jetzt hier nicht die Keule schwingen, sondern ich meine, geboren in Deutschland kann ich jetzt auch nicht sagen. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst einfach, was ich meine. So Michaels. Michaels und Uwes. Die hab ich noch nie in einem Dönerladen gesehen, dass die da arbeiten. Warum eigentlich nicht? Digga, gerade Döner ist doch ein Gericht für die breite Gesellschaft. Das ist doch wirklich jeder. Also ich glaube, selbst, der sieht ja ein bisschen so aus wie so ein Rechtsextremer, ne? Selbst Rechtsextreme essen doch Döner. Digga, heute ist aber wirklich ein Rundumschlag hier. Alles wieder thematisiert. Wo ist Deko, wenn ich ihn brauche? So. Oh, scheiße, wir haben schon fast wieder keinen Tabak, ne? Fuck, Alter!
Okay, jetzt müssen wir uns echt wieder beeilen. Online-Bestellungen, Geschäfte, Amazon. Würde mich mal interessieren, ob ihr so einen Micha oder einen Hartmut kennt, der im Dönerladen arbeitet. Würde ich hardcore feiern, muss ich sagen. Würde ich richtig feiern. Und mich würde es auch mal wirklich interessieren, was man so als Dönerman, als Verkäufer sozusagen, da verdient. Denn gerade im Sommer, alter Schwede, ey, gerade im Sommer seid ihr da vor diesem Fleischspieß auf 600 Grad, Handtuch um Nacken und müsst da irgendwie die ganze Zeit Dönerfleisch schneiden. Alter Schwede, ey, das ist aber auch echt eine scheiß Arbeit, ey, Heidewitzka. Deswegen, also, da muss man auch schon Durchhaltevermögen haben. Aber das sind ja viele Berufe. Viele Berufe, wo man irgendwie die ganze Zeit an der Wärmequelle ist. Ich glaube, die ganze Gastro. Ich glaube, das kann man wirklich so glatt ziehen. Die ganze Gastro ist, glaube ich, echt ein hartes Pflaster, ey. Da habe ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Ich habe ja wirklich schon gearbeitet. Da war ich... Warte mal, was fehlt hier noch? Hier fehlt nichts. Ich habe, glaube ich, angefangen zu arbeiten mit 13, 14, 15 so. Erstmal Zeitung ausgetragen. Dann habe ich in so einem Bierwagen gearbeitet. Habe Bier ausgeteilt. Dann habe ich... sehr, sehr lange in einem Fitnessstudio als Empfangsschlampe, so habe ich mich da immer bezeichnet, als Empfangsschlampe gearbeitet. Locker 7 Jahre. Also ich habe mein ganzes Leben nebenbei schon immer was gemacht. Und ich finde, das ist auch eine Sache, die sollte man auch machen. Einfach nur, um den Umgang mit Geld so ein bisschen zu verstehen. Also meine Kinder, wenn ich irgendwann welche habe, Digga, die werde ich so knechten lassen. Alter Schwede, die werden erstmal schön Zeitung austragen, jedes Wochenende. Die werden richtig buckeln müssen, ey, für ihr Taschengeld. Die werden nicht einfach so Taschengeld kriegen, die werden irgendwas machen müssen. Die müssen dann irgendwie den Müll rausbringen oder irgendeine Scheiße müssen die machen. Die kriegen nichts geschenkt, ey, das kann ich euch schon mal sagen. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir keinen Tabak, ne? Oh, shit, Bro! Oh yeah, baby, oh fucking yeah, ey. Jetzt muss ich mich aber wirklich beeilen, Tabak machen, dankeschön. Oh, schaffe ich das noch schnell? Jetzt muss ich mich echt beeilen. Ja, Baby. Okay, jetzt kannst du wieder arbeiten. Und jetzt muss ich hier ganz, ganz schnell was malochen hier. So, bevor die alle kaputt gehen. Oh, nimm doch! Warum nimmt er den nicht? Oh, die habe ich leider verkackt. Shit, ey. Die hätte ich einfach auch rausnehmen können. Hätte ich hier kriegen können, aber ich habe mit meinen Wurstfingern immer wieder alles andere angedrückt, nur nicht die richtige Taste. So, machen wir noch ein bisschen Tabakkaramello. Aber wie seht ihr das? Also da kann man ja auch unterschiedliche Meinungen sein. Da kann man ja auch die Meinung haben wie, ich musste in meiner Kindheit immer arbeiten, Digga. Alles war scheiße, ich hatte gar keine Zeit für irgendwas. Meine Kinder sollen das nicht machen müssen. Bei mir wird es nicht so der Fall sein, das kann ich schon mal sagen, ey. Die werden wirklich richtig gequält, ey. Denn nur so lernt man den Umgang mit Geld, finde ich. Wenn ihr die ganze Zeit alles in die Popo gedrückt bekommt, dann könnt ihr, glaube ich, den Umgang mit Geld nicht lernen. Auf jeden Fall nicht so wirklich. Die müssen Ferienjobs machen, die müssen alles machen. Ey. Wir werden von oben bis unten weggeballert mit Arbeit. So, wir haben $446. Das war eigentlich ein erfolgreicher Tag, will ich meinen. Ein bisschen Energie habe ich noch. Ich lasse den Laden einfach mal laufen, würde ich sagen. Und wir können ja gleich mal zum Café rübergehen. Da waren wir ja noch nie. Ihr habt mir übrigens gesagt, dass der gute Snoopy Doggy mit seiner Gang hier rumläuft. Und den kann man wohl auf der Karte sehen. Da gucken wir mal gleich rein. Digga, $10 ist ja gar nichts, ey. Hat er nur ein Eis bestellt oder so? Hat sich ja gar nicht gelohnt. So, Bäckerei ist geschlossen. Da oben sehe ich sie. Sind sie jetzt sogar gerade beim Café? Da kann ich doch mal hingehen, ey. $54, da sollte ich doch bestimmt die eine oder andere Droge bekommen, ey. Scheiße, ist das dunkel, ey. Digga, das ist aber eine richtige Kaschemme hier, ey. So, sind das die Drogis? Wo ist Snoopy Doggy? Ah, hier hinten in der Ecke. Einen wunderschönen, guten Tata, meine Herren. Dürfte ich bitte, etwas käuflich erwerben bei Ihnen? Gangster! Sie können die süchtig machenden Drogen von Anführer eines Gangsters halten und Sie können diese Drogenpulver zu Ihrer Shisha hinzufügen, um Ihre Kunden süchtig zu machen. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie sich bei der Verwendung von Beamten nicht von den Beamten erwischen lassen. Sie können bla 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 und dann muss man das einfach nur da reinmischen. Okay, Buddy, da geht mal ein bisschen Drogies. Okay, ich sollte vielleicht den Schleichweg hier gehen. Oh fucking yeah. Oh geil, was ist das denn hier eigentlich, ein Tattoo-Laden?
Ist der Repair? Hier ist auch ein Repair-Shop? Lol. Achso, ich bin gerade... Oh, hä? Ich dachte, der wäre ganz woanders. Der ist ja ganz komisch aufgebaut hier. So, wo haben wir die Polizei? Okay. Wobei, 5 Uhr, ne? Alter, das könnte natürlich krass werden. Aber erstmal hier rein, da. Hä? Yeah, baby. Hau die Drogen rein, Digga. Hau die Drogen rein. Mama, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Geld mache ich nebenbei auch noch. Die Drogen sind schon wieder drin. Perfekt. Die Frage ist, wenn ich schlafen gehe, geht der Laden dann zu? Ah, muchachos. Ah. Aber scheint wirklich ein bisschen Coca zu sein, ne? Ein bisschen Coca. Amphetamino. Sowas würde ich zum Beispiel nicht ausprobieren. Alles, was so Pulver-Chemie-Zeug ist, das würde ich nicht ausprobieren. Alles, was natürlich ist, yalla, gib ihn, yalla. Sagen die einen wieder, so, ja, aber Mohn und Coca, das sind auch eigentlich Pflanzen. Trotzdem will ich den Scheiß nicht nehmen. Das sind so Sachen, da lasse ich mal lieber die Finger von. Alles andere, her damit. Wo ich zum Beispiel auch ein Freund von bin, Muchachos, das kann ich glaube ich auch so sagen, dass THC bzw. Gras bald legalisiert wird. Hätte schon viel früher so sein müssen. Viel, viel früher. Übrigens, meine Frau ist komplett anderer Meinung. Da bitchen wir uns auch immer wieder an. Meine Frau ist ja Richterin. Ne? Ich glaube, sie muss auch anderer Meinung sein. Aber ja, da sind, glaube ich, auch ziemlich viel Falschinfos im Umlauf. Zum Beispiel denkt meine Frau, dass Gras immer noch gefährlicher ist als Alkohol. So. Und dass es nach wie vor eine Einstiegsdroge ist. Wurde alles schon widerlegt, Muchachos. Aber das Gras-Thema wollte ich jetzt eigentlich gar nicht so anreißen. Eher lieber der Coca-Thema von Snoopy. Die Frage ist, ballert die Frau das da jetzt eigentlich schon rein? Das wäre doch mal interessant, oder? Haut die da schon was rein? Aber ich sehe da ja nicht den Füllstand. Also ein komplettes Drogenthema. Da kennt sich wahrscheinlich auch der gute Deko mit aus. Er ist ja politisch auf allen Ebenen irgendwie unterwegs. Und hat so zu jedem Thema eine Meinung. Manchmal qualifiziert, manchmal nicht so qualifiziert. Also ich bin sehr, sehr häufig mit Deko nicht einer Meinung. Aber ich finde, das macht es ja bei uns auch aus, ne? Dass man so ein bisschen mehrere Meinungen drin hat. Wäre irgendwie langweilig, wenn eine Seite, ich mag die Farbe gelb. Ja, ich mag die Farbe gelb auch, die ist super cool. Ja, lass uns nur über die Farbe gelb reden. Nein. Das ist ja gerade das Coole, dass wir so ein bisschen verschiedene Meinungen auch mit reinbringen. Das haben wir. Kann ich da einfach mehrere Sachen dazu ballern und dann wird das aufgefüllt? Nee, ne? Doch, das geht, Digga, wie geil ist das denn, ey? Das habt ihr mir wahrscheinlich auch schon 100 Mal in die Kommentare geschrieben, oder? Digga, wie chillig ist das denn, ey? Also, falls ihr das schon in die Kommentare gebrezelt habt und ich das nicht gelesen habe, I'm sorry, Muchachos, I'm sorry. Ich muss vielleicht demnächst mal anfangen, noch mehr Geld zu machen, indem ich vielleicht wieder den Grill hole, aber ich glaube, ich brauche da den Koch Nummer 3, ne? Ich glaube, das war das. So, schmeiß doch nochmal alles hin. Schade, dass wir mit sowas hier kein Geld machen. Also, das ist echt bitter. Es kostet Geld. Und es gibt nichts. Da habe ich auch Insider-Infos. Ich kenne ja wirklich viele Leute aus dem Shisha-Business. Und da gibt es ja ganz häufig so Spieltische. Kennt ihr diese Spieltische, wo ihr die verschiedensten Games drauf spielen könnt? Die werden da ja auch abgestellt und... Oh, geil. Und die Shisha-Bar bekommt natürlich auch einen prozentualen Anteil davon, ja? Und ich sage jetzt mal nicht, wie viel Prozent. Das wäre vielleicht zu tief Insider-Wissen. Aber die kriegen schon echt ein gutes Sümmchen davon, dass das Ding bei denen in einem Shisha-Laden stehen darf. Und ich muss sagen, ich zock da auch ziemlich häufig mal. Also damals, als ich noch regelmäßig in die Shisha-Bar gegangen bin, habe ich mit Kev oder so, haben wir häufig da irgendwelche Games gesuchtet. Oder mit Engos aus der ersten WG damals, den kennt ihr vielleicht auch noch. War geil. Gerade wir Jungs, ne, wenn wir uns mal treffen, dann hat man sich irgendwie nicht ganz so viel zu erzählen. Oder man hat sich irgendwie... viel zu erzählen, aber man labert so über Gott und die Welt. Wenn ich irgendwann nach Hause komme, fragt mich meine Frau auch immer, und was war so Thema? Gibt es irgendwas Neues? So, keine Ahnung, Alter. Ich weiß gar nicht, worüber wir geredet haben, aber über irgendwas haben wir geredet. Das sind auch so typische Sachen, typische Männersachen, finde ich. Die schaffen es, über Sachen zu reden und so, über so richtig einfache Sachen. Nichts Deepes. Das sind Männer. Geil. So. Reinballern hier irgendwo in die Ecke. Das wäre noch schön für den nächsten. Yeah, baby. Also wie gesagt, Version 1.6 und noch stimmt hier ganz, ganz viel nicht. Wird das jetzt weniger? Kann ich... Oh! Ach nee, ich dachte, ich mische das da gerade schon mit rein, aber nee. Ich muss wie gesagt aufpassen, dass die Polizei hier nicht reingeiert. Alter, schaut mal, wie viel Geld wir haben. 6, 6, 6. Wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich aber auch nicht,
Und das Coole ist, wir machen gerade echt viel Geld. Wir haben den Tag gestartet mit $30 oder so. Und jetzt sind wir schon wieder bei 666. Was kostet denn hier der Koch Stufe 2? Was macht der denn nochmal auf Stufe 2? Es verbirgt die Chips. Okay, es verbirgt die Chips. Das heißt, da können wir dann Chips machen. Geschwindigkeit langsam. Ja komm, da gehen wir mal rein hier. Da buchen wir mal Stufe 2. Und jetzt können wir sehen, Muchachos. Ist es nach wie vor eine Frau? Oder ist Stufe 2 Koch plötzlich ein Mann oder ein Roboter? Ach, das kostet 1120. Ah, sorry, das geht doch noch nicht. Alter Schwede, ey. Und der Tänzer? 5 Stunden Mieten? Ich glaube, das mache ich jetzt noch nicht. Digga, scheiß drauf, mache ich. Baby, komm hier rein! Un, dos, tres, Maria. Buchen wir nochmal hier einen neuen Tisch. Wo ist der Tänzer? Ist der vor der Tür oder wo ist der? Hallo? Wo ist der Tänzer, Brudi? Habe ich irgendwas nicht gesehen mit meinen Fischaugen? Okay, einen Tänzer sehe ich jetzt nicht. Den habe ich jetzt aber gebucht, oder? Oh, wir gehen mal wieder nach oben. Also jetzt haben wir aber auch gerade wirklich sehr, sehr viele Kunden. Da muss ich echt jetzt aufpassen, dass ich genug Tische habe. Und dass die auch immer schön arbeiten. Ja, ja, sehr schön. Ich glaube, das geht aber gerade so einigermaßen gut. Es ist auch noch genug da. Oh, Kohle ist gleich fertig. Aber so ein bisschen Personal-Upgrade würde ich heute gerne auch nochmal schaffen. Okay, da ist durch. Perfekt. So, 5 Stunden Tänzer. Wo tanzt der rum, ey? Sehe ich das auf der Karte? Nee. Was ist denn eigentlich hier hinter? Da ist so ein Hahn. Kann ich da einen Hahnkampf machen? Digga, eiskalt oder was? Wie komme ich da hin? Oho. Okay, auf wen wollen wir wetten? Auf Thunderbeak oder auf Blazewing? Digga, Blazewing. Geben Sie eine Wette ein. 100. Digga, jetzt geht's rund hier. Mach ihn fertig, du Lappen! Rasier ihn! Ja, hallo, könnt ihr mal kämpfen? Ja, ja, ja. Los, kill ihn! Hallo! Hä, was? Ja! Gewonnen, Digga. Digga, war das billig, ey. Ich bin nochmal weg, ne? Ciao! Digga, haben wir mal eben $200 gemacht, ne? Easy weasy, Digga. Oh, ich muss aufpassen, dass die Bullen nicht bei uns sind. Shit, Bro. Ah, hier ist der Tänzer! Oh. Irgendwas kann gerade nicht gemacht werden. Ich sollte ganz, ganz schnell zurückgehen. Ja, Baby. Ja, 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 ja. Daddy ist doch schon wieder da. Was fehlt? Ja, ist doch alles gut. Ist doch alles gut, Brudi. Aber der Tänzer sieht auf jeden Fall fresh aus. Gefällt mir. So, wir machen wieder den Laden sauber. Jetzt haben wir keinen Shisha-Simulator mehr. Jetzt haben wir hier den Wash-Simulator. Und ja, auch den gibt es wirklich, den Wash-Simulator. Brudi, welchen Simulator gibt es nicht? Alter, wir haben ja eine richtig geile Mucke draußen, ey. Ist die irgendwie GEMA-geschützt? Digga, die gefällt mir, die Mucke. Ich hoffe, das ist alles, wie gesagt, geschützt. Nicht geschützt, meine ich natürlich. So, wir haben wieder die Kamera, Brudi. Viele Kamera. Ich würde sagen, die kommt jetzt mal... Ah, hier. Habe ich alles im Blick, ne? Habe ich alles im Blick. Ja, scan hier alles, Brudi. Scan alles! Alles fresh? 1100? Digga, 1100 haben wir schon. Sexy, hexy. So, dann können wir schon fast investieren, Brudi. Und dann haben wir den Kellner auf Stufe Mucho 3. Ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Das meintet ihr ja auch. Habt ihr sofort in die Kommentare gebretet. Das Ziel ist es, Kellner Stufe 3. Und dann kann man sich eigentlich zurücklehnen. Da mache ich gar nichts mehr. Ich würde mal gerne sehen, was der Türsteher macht, Digga. Verprügelt der die oder was passiert da? So, wo ist die Polizei? Hol doch die Polizei. Was fehlt? Kohle mal wieder. Okay, wird gemacht. Aber ey, so langsam machen wir, glaube ich... Ey, wir sind schon bei 3,2. Barcelos. Es geht langsam echt nach oben. Shisha-Boss. Wäre cool, wenn irgendwann wirklich so ein Laden rauskommt, oder? Der Shisha-Boss. Aber nach wie vor ist das für mich ein American Diner. Warum wird denn der Drogen-Heinrich nicht weniger? Wird das auch benutzt? Weil $30 ist ja nichts dafür. Ah ja, wir haben es gleich, Muchachos. Wir haben es gleich. Wir sollten nochmal kurz die E-Mails lesen. Vielleicht ist da irgendwas Wichtiges. Nein. Von 18 Uhr. Oh, habe ich irgendwas vergessen? Von 18.30 Uhr oder so. Aber sie arbeitet. Okay, perfekt. Oh, noch einen Kunden, Muchachos. Dann haben wir es.
Dann haben wir Stufe 3 Kellner, maximale Stufe. Digga, dann haben wir heute richtig viel gemacht. Wir haben Drogen abgecheckt, wir haben Hahnkämpfe gemacht. Wir haben, wenn es wirklich noch funktioniert, Kellner Stufe 3. Und dann hoffe ich hier auf einen, boah, das muss ja so ein richtiger Cyborg dann sein. Los, komm rüber hier. Hol mein Geld, hol mein Geld. Digga, nice. Okay, wir gehen mal rein. Stufe 3, Kellner. Ah, ich muss den Laden erst zumachen. Okay, wir schauen nochmal kurz. Arbeiter verwalten. Was war das jetzt? 1440. Okay, könnte ich mir leisten. Mit den Laden mal so langsam zumachen. Oh, fuck, die Bullen. Holy moly. Wir verstecken das hier einfach mal. Hallo, wir haben nichts da. Nix Drogen. Nein, wer sind Sie? Hallo. Kaufen, bezahlen. Ja, ja. Gehen Sie bitte nicht dahinter. Ja. Hallo? Oh, 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 oh. Geld, 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 Geld. Digga, er macht einfach wieder nichts. Digga. Mark, Mann. So ein Chaco, Mann. So, ich mach den Laden jetzt dicht. Gehen wir nämlich nochmal schnell investieren. So, und jetzt, Baby. Baby, Baby. Schauen wir mal. Stufe 3. Ja, was ist das für einer? mit einem Vogel obendrauf. Digga, richtiger Kleppbot. Cooles Ding, ey. Also, Muchachos, heute richtig durchgedreht. Heute haben wir echt viel geschafft. Demnächst müssen wir nicht mehr den Boden reinigen. Das heißt, wir brauchen dann nur noch jemanden, der so die ganzen Regale auffüllt. Das heißt, wir haben demnächst einfach einen Regalauffüllsimulator. Ding Dong, schauen wir mal. Also, Daumen nach oben, Dankeschön, dass ihr immer noch so fleißig dabei seid. 19 Tage haben wir schon geschafft. Ist dann reingehauen.